Hey, ich bin's mal wieder, MC Yugo. Ich habe mir immer geschworen, ich werde keinen weiteren Teil machen. Ich möchte diesen Song, aber ich kann nicht anders. Ich möchte den Menschen immer eine Botschaft übermitteln. Ich würde dich auf die Tränendrüse drücken, ich weiß, aber ich kann nicht anders. Ich muss meine Seele heraus. Ich verarbeite das, was mir auf der Seele liegt. Okay, jetzt hört mir gut zu. Ich bin MC Yugo. Wer erinnert sich noch? Ihr erinnert euch noch? Ein uralter Track eines meiner ersten 2020. Damals noch als MC Kairo. Eure MV34 war noch klein. MC Kairo. Ja. Eure MV34. Und ich widmete. Du warst mir sehr wichtig. Ja, der Song hieß This is not. This is a place for a broken heart. A place for a ich widmete broken diesen Song. Heart. Gegenseite gewechselt ist, aber es ist auch meine Schuld ein bisschen, teilweise. Er hat sich mal ausgehalten mit der Scheiße, die ich baute, aber eigentlich geht's nicht um diesen Track darum. Okay, yeah, dreh den Autotune-Effekt auf, es tut mir leid, muss leider sein, aber nicht zu hoch, nicht zu übertrieben. Hauptsache der Gesang hört sich gut an. Immer noch hab ich dieses broken heart, bis heute noch, weil du immer noch weg bist, auch wenn es lange her ist. Ich muss immer sind vergangen und ich widmete dir diesen Song. Ja. Neuanfang, Neuanfang, Neustart, Neustart, Neustart. Lass uns von vorne beginnen. Ich habe mich geändert, bin nicht mehr so wie früher. Wurde mir das Herz von falschen Mädchen gebrochen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich auch diesen Schritt gehen muss, an dem ich sage, dass ich an diesem Punkt ankomme. Es ist vorbei. Ein Jahr hatten wir, war eine schöne Zeit. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Die Zukunft ist heute. Zukunft ist heute. The future is today. Nächster Stopp. Zukunft. Und Trauma bleibt ein Trauma. Hat man einmal ein Trauma, so vergisst man nicht. Verzeiht auch nicht. Vergisst man nicht. Verzeiht auch nicht. Ja. Yeah. Aber ihr denkt jetzt sicher, es ist. Ihr denkt jetzt bestimmt wieder, es ist vorbei. Nein, wird wieder länger gehen. Ich bin so jemand, der längere Tracks macht. Okay, mach das zweite Kapitel an. Okay, gib mir den Beat. Ja, ja, Mann. Yeah. Ist Yugo 2024. Diese Songreihe handelt um Freundschaft und Liebe. Diese Songreihe widme ich einigen Personen, die das hören, wissen, dass sie gemeint sind. Versteht den Text oder versteht ihn nicht. Ich habe darüber nachgedacht und über das, was du mir sagtest und über deine Entscheidung. Und ich bin zu dem richtigen Entschluss gekommen, dass es wirklich das Beste ist, wirklich das Beste ist und wirklich besser so ist, damit es dir besser geht und du dich von diesem Trauma erholen kannst. Es ist wirklich das Beste so, wenn du mich vergisst. Ich verstehe das vollkommen, ich habe dir ein starkes Trauma damit verpasst. Und dein Zitat habe ich auch verstanden jetzt. Möge Gott mir verzeihen für das, was ich dir antat, aber du wirst es nicht. Dennoch trotz alledem möchte ich dir was mitgeben zum Abschied, ja! Hey, ich bin MC Yugo und schreibe, mache diesen Scheiß doch.
Scheiß doch nicht seit gestern. Ich mach den Scheiß seit 8 fucking Jahren. 8 fucking Jahren. 8 Jahre Rap. Musikgeschichte geschrieben. Da kann ich bis 7 haben. Wegen dir hab ich begonnen mit Rap. Mit der Musik, du bist mein Schöpfer. Fragezeichen, ja. Wann werde ich hier mit der Rap-Karriere aufhören? Nein, ich werde niemals aufhören. Ich werde immer weitermachen. Ich mach das, was ich für richtig halte. Und das, was gut für mich ist, ja, ich konzentriere mich auf meine Zukunft, ja. Natürlich brauche ich einen Nebenjob, Mann. Aber lästert nicht über mich rum, weil ich nicht arbeiten gehe. Die Zeit wird kommen, die Zeit wird kommen. Die Musik ist jetzt am Start. Die Musik ist jetzt am Start. Ja, ich bin jetzt am Beat, bin jetzt am Beat. Bin wieder am Beat, bin wieder mal am Beat. Wieder mal am Beat, bounce auf den Beat mal wieder. Es ist zu dem motherfucking Hugo Heim. Treff hier Team Kenny. Team Kenny auf die 1. Team Kenny auf die 1. Rest in peace, peace, peace. Sind aber noch ne Privatfamily. Family Clan, Family Clan, Family Clan. La Familia, La Familia. Wir sind Legenden und werden es immer bleiben. Ja, ja. Wir sind Legenden und werden es immer bleiben. Ja, 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 ja. Wir sind geboren, wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind geboren, um frei zu sein. Um frei zu sein, ja, ja, ja. Drauf steht Rap Gott Legenden, Rap Gott Legenden, Rap Gott Legenden. MC zu dem Motherfucking Hugo. Team Kenny, this is Yash Connection Fam. Es gibt meine Yash Connection Family, Team Kenny Fanny Family, 47 Family. Brüder, Tanz, Protina, ich hoffe, euch geht's allen gut. Yo. Gleich den nächsten, auch gleich das, und gleich das nächste Kapitel, los, los, los. Los, hau gleich sofort den nächsten Beat rein. Ja. Auch gleich den nächsten an, nächstes Kapitel. Okay, weiter geht's, weiter im Text. Ja. Hey, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an diesen Beat. Es war ein Song, der nie veröffentlicht war. Es war die Songreihe Meine Geschichte. Aber diesmal erzähle ich euch eine andere Geschichte. Okay, jetzt hört mir gut zu. MC Hugo, yeah. Ich erzähle euch eine Geschichte, sie ist wirklich wahr. Und zwar von einer Gruppe, von einem Jungen und von einer Person. Ich erwähne keinen Namen. Aber die Person, die das hört, weiß, dass sie angesprochen ist. Und entweder du siehst es jetzt als Entschuldigung oder du siehst es nicht als Entschuldigung. Ja, musst du wissen. Aber alles, was ich dort sage im Text, meine ich ehrlich im Rap. Meine ich alles ehrlich. Wirklich, so jetzt hör mir gut zu. Es begann 2021. Ja, ich war grad mal 20. Ich war grad mal frisch 20, ja. Und hatte meine Freunde wieder. Viele meiner alten Freunde wieder, ja. Heute höre ich meine alten Freunde reden, ja. Viele waren falsch davon. Und mit vielen möchte ich heute keinen Kontakt mehr haben. Nichts mehr zu tun haben, ja. Das waren alles keine Freunde gewesen. Scheiß Freunde, ja. Falsche Freunde, lass sie gehen, lass sie gehen. Lass sie alle miteinander gehen, ja. Lass sie gehen, lass sie fallen. Lass sie alle miteinander fallen. Ich bin MC zu dem motherfucking Yugo, ja. Und HRM 434, Hirsch Connection Family, ja. Als ich diesen Song aufnahm, ja, genau, da war ich 21, 22. Ja, es ist schon so lange her, der Song ist nie ans Tageslicht gekommen. Ja,
aber er wird bald kommen. Ja, ich hab ihn noch auf Volocor, aber jetzt nehme ich ihn nur noch auf Bandlip auf. Größtenteils Volocor ist nur noch ein Nebenprojekt oder Notfallprojekt, ja. Bandlip ist cool, Bandlip ist die beste Mann. Soundqualität besser als Soundqualität. Und danke an die Musikerin, die mir das empfohlen hat. Ey, grüße gerne Niki raus. Ja, Mann. Folgt ihr alle, Ehrenfrau, Ehrenmädchen, ja, Mann. Ja, ich mache jetzt Werbung für dich. Ja, okay, aber zurück zur Geschichte, ja. Ja. Es war eine Gruppe, die über Creepypasta-Geschichten handelte. Creepypasta-Figuren, Slenderman, Jeff the Killer, ja. Und wie sie alle heißen, wie sie alle sonst noch heißen, ja, Smile Dog. Smiley Face, ja, und Toby, ja. Lernte ich viele neue Leute kennen, ja. Aber irgendwann eskalierte es. Heute kann ich mir nicht mehr erklären, wie das alles passieren konnte. Weil ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Die Vergangenheit ist Vergangenheit, mein neues Zitat. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Und die Zukunft ist heute. Nächster Stopp. Zukunft, ja. And the future is today. Schneller rippen, ja, ja. Hast du meinen gigantischen Flow, ja, ja. Und schau, was ich heute alles erreicht hab, ja. Heute bin ich eine lebende Legende. Rap-Gott-Legende, Rap-Gott-Legende. Wenn ich tot bin, baut meine Fans Monument, ja. Wo du hast jetzt Rap-Gott-Legende, ja. MC Kairo 2017 bis 2023. MC Yugo 2023 bis 2000XXX. Fragezeichen. Nein! Ich wollte schon sagen, ich werde niemals aufhören. Ich scheiß auf euch, Drecks, Motherfucking Hater, ja. Dorit an euch, Dorit hier an alle Motherfucking Hater. Wie ich heute mal zu sagen pflege, Beleidigung auf Jugoslawisch. Ich bin gebürtiger Jugoslawe. Adobre Jutro, Dobadang, ja. Ja, meine Team Kenny Family, Hirsch Connection Family und für 7 Family, meine Member, Brothers Rodinas, ja. Ich küsse euer aller Herz, ja, Kenny, du bist mein Bruder. Du bist mein Bruderherz geworden, ja, hätte nie gedacht, dass ich dich so ein Herz schließe. Zuerst ein kleiner Beef und heute Waffenbrüder. Und Waffenbrüder sind Brüder fürs Leben, ja. Zusammen gemeinsam Seite an Seite, ja. Wir stehen zusammen und wir fallen zusammen. Bruderherz, Brötern, Werbe und MC für 7 nochmal ein Schöpfer. Du natürlich auch. Für 7 auf die 1 und Team Kenny auf die 1, auch wenn wir nur noch privat sind. Und ihr Drecks-Motherfucking Hater, verpisst euch aus unserer privaten Gruppe, ihr habt hier nichts zu suchen. Alles öffentlich wurde abgeschafft. Ja, Mann. Okay. Reicht noch ein Kapitel? Oh, wir haben 13 Minuten. Ich glaube nicht. Man kann nur 15 Minuten aufnehmen. Na, schauen wir mal. Ah, habt ihr überhaupt diesen Song schon abgecheckt auf YouTube? Überlebenselixier heißt der Song. Gewidmet an meine unsterbliche Geliebte. Aber was soll ich heute noch dazu sagen? Genau, Überlebenselixier mit diesem Beat hier. Besten nichts. Sag ich dazu. Link in der Beschreibung zum Song. Okay, Prätanspratina, es reicht doch nicht mehr. Im nächsten Teil dann geht's weiter. Oder rein, MC Jugo, ich bin raus. Das ist eine wichtige Songreihe. Im nächsten Teil das Statement und die Geschichte weiter. Aber sie ist wirklich als Entschuldigung. Egal ob du es siehst oder nicht. Die Person, die es hört, weiß, dass sie gemeint ist.